In den 1940er Jahren, während des Zweiten Weltkrieges, setzten die Fallschirmjäger der britischen Armee, das Parachute Regiment der British Army, kleine Modelldampfmaschinen ein. Man brauchte eine zuverlässige, robuste Energiequelle, um die damals verwendeten Funkgeräte mit Röhrenverstärkern zu betreiben. Diese brauchten verglichen mit heutigen Geräten viel Energie. Die damaligen Bleiakkumulatoren waren schwer und mussten zudem mit Schwefelsäure befüllt werden. Auch kleine Verbrennungsmotoren waren denkbar ungeeignet. Also griff man ab 1944 auf die bewährte Dampftechnik zurück. Zum Einsatz kam eine kleine Dampfmaschine, zuerst Typ MK-814 der noch heute produzierenden Firma Stewart aus dem englischen Bridport. Diese Maschine war in den 1930ern als Antriebseinheit für schnell laufende Modellboote entwickelt worden. Die ganze Maschine war in einem Gehäuse im Ölbad untergebracht und das kleine, kompakte Kraftwerk entwickelte bis zu 6 Volt am Generator, genug für ein Funkgerät. Die ganze Einheit hatte ein Gesamtgewicht von etwa 45 Kilogramm. Das auch als Firefly oder Feuerfliege bekannte Gerät wurde mit einem Koffer am Fallschirm abgeworfen. Schnell waren Kessel, Speisepumpe und die verschraubbaren Rohre aufgebaut und nach wenigen Minuten hatte der paraffin gefeuerte Kessel genug Dampf für den Einsatz entwickelt. Noch in den frühen 1950er Jahren, etwa im Koreakrieg, kamen diese Geräte, genauer gesagt ein Nachfolgemodell der MK-814 zum Einsatz. Ab 1955 hatten sich die Technik der Akkus verbessert und es kamen Transistorgeräte zum Einsatz. Die Firefly wurde ausrangiert und ist heute ein begehrtes Museums- und Sammlerstück. Ein technisches Kuriosum und eine der wenigen Modelldampfmaschinen, die zu einem lebenswichtigen Einsatz für die britischen Fallschirmjäger kam.